Durch die Jahrhunderte hat London große Künstler und Staatsmänner in ihrem Wirken und Schaffen inspiriert und große Verbrecher. Im Jahre 1886 aber begann der größte Meisterdieb dieser Zeit sein Unwesen zu treiben. Niemand wusste, wer er war. Niemals hinterließ er eine Spur. Und wenn er wieder einmal zugeschlagen hatte, raffiniert und kaltblütig, hielt ganz London den Atem an und erstarrte vor Entsetzen. Ungeheuerlich. Einfach nicht zu fassen. Zuerst das goldene Siegel von Edinburgh Castle, dann den Geheimcode aus der Admiralität und jetzt gestern Nacht ein paar der kostbarsten Kronjuwelen. Ich frage mich, was Scotland Yard dagegen tut. Das frage ich mich auch, Watson. Sie haben sich doch bestimmt schon Ihre Gedanken gemacht über diesen Fall. Was tun Sie da übrigens? Ich notiere etwas. Ja, das sehe ich auch. Sagen Sie mal, ist Ihnen klar, dass diese Bande Staatsgeheimnisse entdeckt und sich an Staatseigentum bereichert hat? Guten Morgen, Inspektor. Guten Morgen, Dr. Watson. Alestrade, so früh schon auf? Das wären Sie wohl auch, wenn Ihnen Ihr Vorgesetzter und die gesamte Regierung Ihrer Majestät im Nacken sitzen würden. Ja, sowas stört den Schlummer empfindlich. Holmes, ich komme ohne Umschweife zur Sache. Sehr gut. Es handelt sich um diese unerhörten Diebstähle, Geheimcode, Kronjuwelen. Der Polizeipräsident erwartet Resultate. Ich will damit nicht sagen, dass ich Unterstützung brauche. Ich bin den Tätern eigentlich schon auf der Spur. Gratuliere, Lestrade, dann werden die Zeitungen ja bald ihre Schlagzeilen haben. Schritt für Schritt und systematisch, nach bewährter Polizeiart. Wir wissen bereits, nach welcher Methode Sie vorgehen. Unsere Sinne sind geschärft wie ein Rasiermesser und hellwach. Wir haben Sie in der Hand und der Griff schließt sich bald. Nein, ich habe nur gedacht, Sie würden vielleicht ganz gern teilhaben an diesem Ruhm. Das wäre unfair. Ihnen, Inspektor, nur Ihnen gehört der Ruhm. Seien Sie beruhigt, er reicht für zwei. Ich würde Sie sicher nur behindern. Nun, ein Hemmschuh hat noch keinem geschadet. Im Gegenteil. Nichts spornt mehr an als so ein kleiner Hemmschuh, nicht wahr? Nein, nein, wozu auch? Der Fall liegt ja in Ihren bewährten Händen und Sie werden ihn in Kürze aufgeklärt haben. Aber Holmes, das wäre doch genau etwas nach Ihrem Geschmack. Ein genialer, waghalsiger Meisterdieb. Ich bin im Augenblick von anderen Dingen zu stark in Anspruch genommen, Sie sehen ja. Nun ja, natürlich sind Sie nicht verpflichtet. Bedauere sehr. Guten Morgen, Holmes. Guten Morgen, Inspektor. Falls ich Ihnen dienlich sein kann, jederzeit gern, lassen Sie es mich wissen. Ich bin Ihnen sehr verbunden, Dr. Watson. Naja. Man muss sich einmal die Tragweite des Ganzen vor Augen halten. Hier steht die Sicherheit Englands auf dem Spiel. Ich weiß, Sie sind überlastet, Holmes. Aber vielleicht unterschätzen Sie in diesem Falle doch die Auswirkung. Wir können nicht einfach nur so dasitzen und warten. Haben Sie etwas Tabak für mich, Holmes? Nein, Watson. Eine Spezialmischung würde Ihnen nicht zusagen. Holmes. Tut mir leid, es war nicht unhöflich gemeint. Sie haben mich nur nachdenklich gemacht. Kein Grund, entschuldigen Sie. Ich glaube, ich werde einen kleinen Spaziergang unternehmen. Ich brauche frische Luft. Sehr schön. Bis später, Watson. Sicher, Holmes' eigenartiges Benehmen hatte mich schon öfter irritiert. Aber diesmal war es doch etwas mehr als das. Ich hatte in der Dose etwas gesehen. Oder ich glaubte wenigstens, es gesehen zu haben. Vielleicht war es wirklich nur Einbildung, aber ich hätte schwören können, dass zwischen dem Tabak etwas Glitzerndes gelegen hat. Ein Diamantschmuck. Ich war alarmiert. Dieser Sache musste ich sofort auf den Grund gehen. So oder so. Oh. Sie wollen ausgehen? Ja, und Sie wollen hinein? Nicht direkt. Ich bin nur so vorbeigeschlendert. Tja, ich habe eine Verabredung. So. Ich habe nichts Besonderes vor. Was dagegen, wenn ich ein Stück mitgehe? Wäre mir sonst ein Vergnügen, aber es ist sehr privat. Dafür werden Sie Verständnis haben. Das ist natürlich etwas anderes. Sehen wir uns zum Mittagessen. Ich möchte es annehmen. Mit aller Wahrscheinlichkeit. Ich werde ihm folgen. Wohin geht Holmes? Er nimmt keinen besonderen Weg, keine bestimmte Richtung. Ich sagte, es wäre höchst privat. Es ist nicht so, wie es Ihnen erscheinen mag. Ziehen Sie also keine voreiligen Schlüsse. Ich bitte Sie. Tja,
Ich nehme an, wir sehen uns dann zum Mittagessen. Ich glaube, diesen Punkt haben wir schon hinreichend geklärt, nicht wahr? Gewiss. Also, dann... Cheerio. Als ich in die Wohnung zurückkam, stand die Dose wieder am gewohnten Platz. Ich sah nach und stellte fest, dass nur Tabak drin war. Ganz gewöhnlicher Tabak. Keine Spezialmischung. Holmes war so liebenswürdig, die Angelegenheit vom Vormittag nicht weiter zu erwähnen. Aber vergessen hatte er sie nicht. Er ließ eine Bemerkung über eine weitere private Verabredung am Nachmittag fallen. Mir schien, dass er das Privat übertrieben stark betonte. So beunruhigend die Entdeckung vom Vormittag auch für mich gewesen sein mochte, es war unerlässlich, dass ich die Sache weiter verfolgte. Aber auch etwas anderes war mir klar geworden. Wer es mit dem analytischen Verstand und der Finesse eines Sherlock Holmes aufnehmen wollte, der konnte sich nicht auf gewöhnliche Methoden verlassen. Hey, Droschke, zum Bahnhof Charing Cross und schnell bitte. Tut mir leid, Sir, dieser Wagen ist reserviert. Oh, das ist schon in Ordnung. Ich zahle das Doppelte. Charing Cross, wenn ich bitten darf. Ich bedauere, Sir, dieser Wagen ist nicht frei. Aber Melinda und ich, wir wollen gerade durchbrennen. Wir dürfen den Zug nicht verpassen, verstehen Sie? Ihr Pech, junger Mann. Nehmen Sie freundlich den Koffer von meiner Kutsche. Und wenn ich das Dreifache bezahle? Sie hören doch. Das Dreifache? Wir müssen nach Charing Cross, und zwar sofort. Tut mir leid, junger Mann. Sie werden sich jemand anderen suchen müssen. Zum Durchbrennen. Dreifachen Preis. Komm, Melinda. Und wenn sich die ganze Welt gegen uns verschworen hat. Brrr. Wo soll's hingehen? Nummer 8. Was machen Sie denn dort oben in Teufels Namen? Ich sitze da, wo ein Kutscher hingehört, Sir. Also wissen Sie, Watson. Ich merke schon, Sie verwechseln mich mit jemand, Sir. Satchley ist mein Name. Nun denn, Satchley? Einen eindrucksvollen Bart haben Sie, aber da waren offenbar schon die Motten drin. Watson, ich bin enttäuscht. Niemals hätte ich von Ihnen erwartet, dass Sie in anderer Leute Privatleben eindringen. Ein wirklich unverzeihliches Benehmen. Da kommt ja ein Zunftbruder von Ihnen. Guten Tag, Satchley. Mr. Holmes! Mr. Holmes! Hey, sind Sie noch frei, Kutscher? Ja, bin ich, Sir. 816 Bleak Street. Ich habe es sehr eilig. 816 Bleak Street, ist recht, Sir. Ich wünsche nicht, dass irgendjemand von Ihnen noch einmal zu mir in die Wohnung kommt. Ich dachte, Sie wollten vor unserer Verabredung diese Pläne sehen. Das sind die Änderungen, die vor einigen Jahren dem Safe gemacht worden sind. Das sind doch Kleinigkeiten. Kein ernsthaftes Hindernis. Miss Ames? Ja, Mr. Holmes. Prägen Sie sich bitte ein, dass Sie zuerst 15 Schritte nach links gehen müssen und dann 10 Schritte nach rechts. Nicht etwa 11 und 8, so wie vorher. 15 nach links und 10 nach rechts. Howard? Sie brauchen zusätzlich Sprengstoff. 3 Pfund mehr schätzungsweise als beim letzten Mal. Sie müssen sich immer wieder klar machen. Die Grundvoraussetzung für einen gekonnten Diebstahl ist eine exakte Planung. Und die Zeitungen haben es uns ja bestätigt. Wir sind die erfolgreichsten Diebe, die es jemals in England gab. War
kranker Mann. Es gab keine andere Erklärung. Es hätte ihn sonst nie zum Verbrechen gezogen. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich musste Holmes mit aller Kraft vor sich selbst schützen. In dieser Absicht suchte ich einen Spezialisten für Geisteskrankheiten auf. Ein typischer Fall von unterdrückter Feindseligkeit gegen die Gesellschaft. Ich halte es für ausgeschlossen, dass Holmes mit einer Analyse einverstanden wäre, jedenfalls nicht freiwillig. Wenn Sie aber, ich meine, wenn Sie ihm auf privater Basis begegnen könnten, würde ich Sie als einen Bekannten bei ihm einführen, als einen Freund. Eine ganz ausgezeichnete Idee. Dann kommen Sie doch heute Abend. Essen Sie mit uns. Ich könnte zum Beispiel sagen, dass wir gemeinsam studiert haben und uns daher kennen. Aber keinen Fisch, wenn ich bitten darf. Ich hasse Fisch. Ich werde niemals diesen Tag in Brighton vergessen. Da hatte ich Kabeljau. Also um 7 dann, 221B Baker Street. Ich bin ein Pünktlichkeitsfanatiker. Baker Street 221B. Sind Sie wirklich davon überzeugt, dass ich die nötigen Voraussetzungen mitbringe, ein großer Detektiv zu werden? In meinen Händen und unter meiner Leitung der Größte. Doch nicht nur das, Mr. Holmes. Ich weiß, dass noch anderes in Ihnen schlummert. Hatten Sie nicht schon manchmal die Vorstellung, Sie wären, na, König von England zum Beispiel? Nein, nein, das nicht. Da muss ich Sie enttäuschen. Nun, dann nehmen wir doch mal Ihre Träume. In Ihren Träumen sind Sie vielleicht der Schrecken von ganz London. Ich träume nie und schlafe fest und tief. Aber da bleiben immer noch diese nervösen Gewohnheiten, diese Idiosynkrasien. Zum Beispiel mit den Fingern auf den Tisch trommeln oder sich die Nase reiben. Interessant für mich, dass Sie diese Dinge erwähnen, Professor Fishblade. Ich habe beobachtet, dass Sie selbst 3 halbgerauchte Zigarren in der Westentasche haben. Ihre Schuhe sind mit Einlagen versehen, um den Träger größer erscheinen zu lassen, als er ohnehin ist. Und Ihre Fingernägel sind abgekaut bis zum Äußersten. Also schlummert auch in Ihnen so einiges, Professor Fishblade. Sie sind für mich ein etwas exzentrischer Mensch, siehe die Zigarren. Sie sind darüber hinaus auch eitel, worauf Ihre Einlagen stießen lassen. Und Sie sind ein unsicherer Mensch, weil Sie an den Nägeln kauen. Ich habe außerdem beobachtet, wie Sie beim Essen 3 Stück Brot zerkrümelt haben. Und Ihr Roastbeef haben Sie mit wahrer Brutalität zerstückelt. Kurz gesagt, meine Diagnose lautet, typischer Fall für unterdrückte Feindseligkeit gegen die Gesellschaft. Was haben Sie? Wo wollen Sie hin, Professor? Sie entschuldigen mich. Interessante Freunde haben Sie, Watson. Wortlos aus dem Haus gestürmt. Reisende soll man nicht aufhalten. Ich muss jetzt auch gehen. Ein privater Besuch? Ach, sagte ich es nicht? Ich bin zu einem Empfang eingeladen, der für den neuen türkischen Botschafter gegeben wird. Es dauert nur 2 Minuten, James. Ah, guten Abend, Dr. Watson. Sie kommen wie gerufen, Inspektor. Guten Abend. Ich muss Ihnen etwas Entsetzliches anvertrauen. Ein Geheimnis, das Sie für sich behalten müssen. Bis ans Ende Ihrer Tage. Bei der augenblicklichen Laune meines Chefs wird das bald sein. Ich weiß jetzt, wer er ist, dieser Meisterdieb von London. Wer? Holmes. Holmes? Ja, Holmes. Das ist doch wohl ein Scherz. Leider nicht, Lestrade. Nein, das glaube ich nie und nimmer. Ich habe Beweise, Lestrade, aber das ist nicht der springende Punkt. Hier geht es um etwas anderes. Wir müssen Holmes außer Gefecht setzen. Das heißt, ihn sofort in ein Sanatorium bringen. Holmes. Ah, Lestrade, ich hatte ja keine Ahnung von Ihrem Besuch. Er ist rein zufällig vorbeigekommen. Watson, würden Sie mir freundlicherweise mit dem Cape behilflich sein? Aber gern. Danke, mein Freund. Nanu, ich denke, Sie vermeiden offizielle Anlässe. Im Allgemeinen schon, aber auf den heutigen Abend freue ich mich. Alles korrekt. Danke, Watson. Ach, übrigens, Lestrade, wie geht's voran mit Ihrem großen Fall? Irgendwelche neuen Spuren? Wir kommen nur mühsam voran. Im Grunde keine Spuren. Rosen? Ja, prächtig, nicht wahr? Für eine entzückende junge Dame, die ich heute Abend begleite. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht, Holmes. Gute Nacht, Holmes. Gute Nacht. Wenn wir doch wenigstens einen kleinen Anhaltspunkt hätten für sein Vorhaben. Wir müssen dahinter kommen, nach der Methode von Holmes, als er noch normal war. Der Abendanzug ist verdächtig. Früher hätte er um solche Veranstaltungen einen Bogen gemacht. Immerhin. Er wollte zu einem diplomatischen Empfang. Er muss also heute einen besonderen Grund gehabt haben. Zum Beispiel
Wichtige Staatspapiere, Verschlusssachen. Ja, Geheimdokumente. Im Safe des Außenministers. In der Botschaft? Hau, tritt mir doch beim Tanzen nicht auf die Füße. Pardon, ich glaube, ich habe gerade den Außenminister gesehen. Oh, und da vorne ist Sherlock Holmes. Den Safe im Arbeitszimmer des Ministers. Zweifellos. Kommen Sie. Was meinen Sie? Wo könnte der Safe sein? Mit Sicherheit in diesem Zimmer. Na also, meine Spürnase. Yes. Sehen Sie sich das an, Dr. Watson. Und was soll ich jetzt tun? Hören Sie, Sie verstecken sich dort hinter den Vorhängen. Von da aus haben Sie beides im Auge, den Garten und auch den Safe. Und wo wollen Sie hin? Ich halte mich mit Handschellen bereit, falls unser guter Holmes versucht, durch die Eingangstür zu entwischen. Keine Chance für ihn. Darf ich bitten, Lady May? Nun gut, dann bleibt nur noch eins. Der Safe. Mit einem Code zu einem Kombinationsschloss. Ein Safe wie diesen aufzubrechen, ist ziemlich einfach. Sie können wieder zum Vorschein kommen, Watson. Wie haben Sie... Holmes, Sie wissen nicht, was Sie tun. Sie sind nicht gesund. Ich fahre mit Ihnen in die Schweiz, nach Frankreich oder Spanien, wohin Sie wollen. Sie brauchen absolute Ruhe. Dieser Mann ist auf sehr verdächtige Art draußen herumgeschlichen, Mr. Holmes. Hallo, Lestrade. Damit kommen Sie doch niemals durch, Holmes. Aber sicher, ich bin es ja schon. Wir wissen, wer der Dieb ist, also gibt es hier wirklich keine Geheimnisse mehr aufzuklären. Toby, holen Sie jetzt den Polizeipräsidenten. Den Polizeipräsidenten? Sie hörten es. Meinen allerhöchsten Chef? Mhm. Hervorragende Arbeit, Holmes. Glänzend. Es war mir ein Vergnügen. Um Gottes Willen. Auch Sie. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Lestrade. Sie sind verwirrt, weil wir es hier mit einem ganz besonderen Dieb angeheuert für einen ganz besonderen Auftrag zu tun haben. Mr. Holmes, Großbritannien ist Ihnen für immer zu Dank verpflichtet für Ihren unschätzbaren Dienst. Wir, die wir von Ihrem Unternehmen wussten, wir kannten die persönlichen und beruflichen Gefahren, die damit verbunden waren. Was Sie für uns alle getan haben, hat einen Wert, der sich gar nicht ermessen lässt. Dienst, haben Sie gesagt? Unschätzbarer Wert? Ja, um was in aller Welt handelt es sich denn hier? In den letzten Wochen und Monaten war unsere Regierung in beträchtlicher Sorge um Geheimdokumente, um nationale Schätze und die nötigen Sicherheitsmaßnahmen. Es wurde zwischen den verschiedenen Ministerien und dem Yard darüber diskutiert, mit dem Resultat, dass wir uns selbst auf die Probe stellen lassen wollten. Mr. Holmes wurde engagiert als Gegenspieler und Angreifer auf unsere Sicherheit. Das Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend. Und mehr als nur peinlich für einige von uns. Ja, ja, Sir. Mr. Holmes, nochmals meinen Dank. Ich danke Ihnen. Für Scotland Yard waren Sie tätig. Aber das hätten Sie mir doch sagen können. Sicher, da haben Sie recht, aber ich habe darauf bestanden, dass die Aktion geheim bleibt. Sonst hätten wir kein objektives Bild bekommen. Sie haben kein Vertrauen zu mir gehabt. Und zu mir auch nicht. Und ich hatte in den letzten Tagen den Eindruck, dass ich bei den Herren auch nicht hoch im Kurs gestanden habe. Doch ich konnte es verschmerzen. Immerhin stand das Empire auf dem Spiel. Aber das haben wir ja nun hinter uns. Ja, das haben wir Gott sei Dank hinter uns. Fahren wir jetzt zu mir und genehmigen wir uns noch einen freundlichen Schlummertrunk. Ja. Kommen Sie, Sedgley.
Satchley? Baker Street 221B. Morgen, Watson. Guten Morgen. Was Neues? Sie sagten neulich, Ihre Arbeit für Scotland Yard sei beendet. Ist sie auch. Und was lese ich in der Morgenausgabe, dass gestern Abend die Portland Bank ausgeraubt worden ist? Ach, darauf wollen Sie hinaus. Wissen Sie, ich war's leid. Immer nur für die Regierung. Ich wollte auch mal selbst etwas davon haben. Wie? Watson, wir beide waren doch gestern zusammen. Wir waren im Theater. Ach, natürlich. Hatte ich ganz vergessen, das war ja gestern Abend. Ich mache mir Gedanken um Sie, Watson. Sie scheinen sehr unkonzentriert zu sein. Und sehr reizbar. Ich bin in keiner Weise unkonzentriert und durchaus nicht reizbar. Und ich kann genauso klar und nüchtern denken wie Sie. Verstehen Sie mich? Absolut, Sie fühlen sich richtig wohl. Wohl und vollkommen normal. Gewiss doch. Watson? Bitte? Hatten Sie schon mal die Vorstellung, Sie wären der König von England?